haben in meinem Dorf nur Pferde und Esel getauscht. Wir haben aufgepasst, dass das menschliche Blut dran bleibt. Dann ist das halt so. So. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, da unten schon wieder Spaßvögel. Moin. Hör endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Wir können ihn nicht umbringen. Lust und Scheiße. Da hast du wieder schön Loot, Loot, Loot. Wunderbar. So. Kleines Fläschchen Wasser. Und wir... Wahrscheinlich auf den Kahn, oder? Dieses Deck muss strahlen wie das Tafelsilber des Kaisers. Captain? Keine Ahnung. Säuft bestimmt irgendwo, wie immer. Abgeschlossen. Okay. Der will nicht mit uns. Der Captain unterwegs. Säuft sich irgendwo sinnlos. Nein, besaufen ist niemals sinnlos. Es gibt immer einen Grund. Und sei es einfach nur Durst. Oder Jipper auf ein Schlöckchen. Was glaubst du, wer du bist? Seit gestern stehe was? Ich bin so weit gekommen wie Scheiße in einem Eisloch. Sei nicht blöd. Umzingelt ihn! Na, hörst du? Kann nicht komisch werden hier, junger Mann. Kann er nicht machen. Dorf nur Pferde und Esel getauscht. Im Regen kostet das doch. Warte, warte, nur ein Weilchen, dann komme ich mit dem Hackebeilchen. So. Herr Tavernenwirt. Was darf's denn sein? Kaufen. Was gibt's denn? Siehste, du hast schon wieder redanischen Kräuterschnaps und Alraunenlikör und Kirschlikör und Mahakama-Schnaps und nilfgaardischen Zitronenwodka. Sehr schön. Und eine Gewinnkarte Belagerung 0, nö. So, dafür bekommst du von mir Bier, 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 Bier und Bier. Genau. Und Erdbeeren kriegst du auch noch, weil du nett bist. Wunderbar. So, und der würde hier einiges für die Trophäen geben, aber pff, die Sache kann ich dir nicht verkaufen. Wunderbar. Wir singen. Wiedersehen. Nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Dass die immer noch so die Fräse aufreißen, dass die noch nicht geblickt haben, dass man sich mit mir am besten nicht anlegt. Man sagt, dass die Inseln mit Nilfgaard im Krieg liegen. Alles Lügen. Ein Wunder, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Nicht jeder von uns hatte das Glück. Verfluchte Piraten. Du tätest gut daran, die Leute nicht zu belästigen. Dem geht's gar nicht gut. Ich hab zu tun. Das nennst du Leben, Hexer? Das sieht nach dem Captain aus. Hauptmann Lieglatt. Leck mich! Really? Hast du uns Petersilie genommen? Geht's dir noch gut? Leck mich! Red vernünftig mit mir. Hast du uns Petersilie genommen? Er hätte wohl einen Schuss nicht gehört. Was willst du? Den Captain sprechen. Verschwendeter Atem. Ja, nix, Captain. Ich will schick mein Prügel dick
So, wenn wir den Captain nicht sprechen können, oh Captain, mein Captain, dann gehen wir wieder hier in die Kneipe zurück. Das kann gut sein, ich kenne mich schon seit 70 Stunden her. So, Captain Wolfstein. Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen mal einen freien Speicherplatz hier. Manuelle Speicherung. Und dann sage ich, hallo Captain, mein Captain. Da bist du ja. Da bist du ja. Hast du das Geld? Hast du das Geld? Hier, 1000 Taler. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. Okay. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Na, dann mal los. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Hier verlassen wir Novigrad auf dem Weg nach Skellige. Yeah, baby. So, wir sind auf dem Schiff. Wo gibt's denn hier das Animationsprogramm? Und wann ist das Kapitänsdinner, bitte? Na super, was geht denn hier schon wieder ab? Vorwärts! Schlag den Hurensohn im Kopf ab! Okay. Nicht gut. Verdammt! Stinker Feigling! Na. Tod gegen Tod! Du weißt, wen du wütend gemacht hast? Skellige! Nehmt ihn! Ihr stinkt nach Feigling! So. Sturm voraus! Riff das Segel! Bring sie Langzeit! In den Wind! Au. So ein Mast tut doch auch einem Hexer weh, wenn der mit dem Stirn aufgefangen werden muss. Skellige Art Skellig, einige Stunden später. Ein Geralt am Strand. Füße, Beine, Hände, ein Pferd. Finger weg. Doch. Mando. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Das ändern wir gleich. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Wie hast du es rausgefunden? Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja,
Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Yennefer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Das klingt doch sehr nach Yennefer, oder? Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Yennefer, definitiv Yennefer. Wenn sie eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Komm her. Wie heißt du? Für die Wissenschaft. Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Machen wir erstmal Quell. Verlieren wir die Nerven. War das wow. Genug? Slow Clap. Bring es jetzt besser zu Ende. Sonst bist du gleich geliefert. Das war ein guter Kampf. Das sollte vorerst reichen. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Und so entwickeln sich auch skellige Freundschaften fürs Leben. Wunderbar. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, sieht momentan nicht so gut aus, aber Plötze ist bei uns. Ja, Leute, tut mir leid mit euch, ne? Also, da habt ihr irgendwie Scheiße gebaut. Eindeutig. So, ich gehe mal ganz kurz in die Map rein. So, hier sind wir jetzt. Willkommen auf Skellige. Kann ich jetzt eigentlich rein theoretisch nach Novigrad auch wieder zurück? Oh ja, könnte ich. Ah, wie schön. Die ganzen Schnellreisepunkte sind noch da. Jetzt kann ich im Grunde zwischen den ganzen Plätzen hin und her juckeln, wie ich lustig bin. So, ding, 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 ding. Das heißt, ich komme später wieder, wenn ich Level 30 und größer bin. Wenn ich groß bin, dann komme ich wieder zurück hierher, ne? Und dann mache ich die alle platt. Weil hier oben, das sind Dinger, da muss man Level 30 und höher sein. Am besten Level 35 oder bis 40. Dann kann man die Dinger machen hier. So, aber wir sind jetzt in Skellige und wir müssen da oben hin. Das heißt, wir gehen erstmal dahin. Beweg dich! Ah, ich kann ja nicht. Ich kann ja nicht, ne? Ich kann es ja nicht auf mir sitzen lassen. Das geht ja nicht, ne? Ich weiß, es ist schlimm mit mir. Schema Heuler! Manuskriptseite, verbesserter Vollmond. Ach, dieser Soundtrack von dem Game ist einfach Obersahne. Totale Obersahne. Wie das alles so schön passt, das ist so stimmig gemacht. Vorsicht. Vorsgesicht.
So, wir gehen einfach mal so ein bisschen zu Fuß. Weil wir müssen uns erstmal ein bisschen mit Flora und Fauna bekannt machen. Also bisher ist es alles relativ ähnlich zu dem, was ich in Wehen gefunden habe. Aber wir schauen mal. Kartoffelbowist. Hundspetersilie gibt es hier auch ohne Ende noch und nöcher. Weiße Myrte und Kartoffelbowist. Yummy, yummy, yummy. Und Hundspetersilie. Bleib erst, habe ich's knallen hören. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Ach, hallo. Lass mich nicht antworten. Das ist mir egal. Und was bedeutet sie dir, die Zauberin? Yennefer, nicht? Was du nicht alles weißt. Hallo, schwarzes Brett. Böses Omen. In den Eingeweiden eines Opferlamms haben Druiden beunruhigende Vorzeichen gesehen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, verzichtet in den nächsten Wochen darauf, aufs Meer zu fahren und Aufträge zu unterzeichnen. Mein Sohn Rollwur beschwert sich, dass er regelmäßig von den anderen Buben im Dorf verprügelt wird. Diesen Buben möchte ich eines sagen. Verprügelt ihn ruhig weiter und noch härter, damit er lernt, sich nicht zu beschweren. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, ist auch nicht wert, verteidigt zu werden. Sag sie! Gottesfürchtige, untüchtige und verheiratete Frauen, die den Rest ihres Lebens im Dienste der Göttin verbringen möchten, sind herzlich eingeladen, nach Hindarfsfjall zum Tempel der Freya zu segeln, unter Siegfrieda. Hinrichtung des Vatermörders. Ottar der Kühne wurde vom Ältestenrat des Mordes an seinem eigenen Vater schuldig gesprochen. Er wird bestraft, so wie das Gesetz verlangt. Er wird verbrannt, gehäutet und schließlich mit einer Katze, einem Hund und einer Schlange in einen Sack genäht und ins Meer geworfen. Na, das sind doch mal Bestrafungen. Nitzdang. Ich bitte alle um Mithilfe, die mir helfen können. Jemand hat einen grausamen türkischen Fluch auf mich und meine Familie gewirkt, gegen den ich kein Mittel finde. Wer das Talent hat, solche Zauber zu brechen oder von einem klugen Mann oder Feidler weiß, der dies kann, der soll bitte in mein Haus bei Ranweig kommen und mich von diesem Unglück erlösen. Ich werde nicht mit der Belohnung geizen. Kling, kling, Lothar. Auftrag der vermisste Sohn. Ob Skelliger oder Mann vom Festland, bitte lies dieses. Mein Sohn Olwe ist ausgezogen, um Abenteuer zu suchen und nicht zurückgekehrt. Daher bitte ich alle Reisenden, die Augen nach ihm offen zu halten. Wer ihn zurückbringt oder herausfindet, was ihm zugestoßen ist, der bekommt eine großzügige Belohnung und wird in meine Gebete zu Freya eingeschlossen. Oden van Ranweig. Mitnehmen. Ja, cool. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sich schlägt. So. Das war die Fluchgeschichte. Kovir und Povis. Die reichsten Gefilde des Nordens. Über die Kunst des Manövrierens. Auf hoher See, wo nur der Horizont dem Auge als Anker dient. Blabla. Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einfaches Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann, dass es alles auf seinem Weg verschlingt und sein Wüten erst endet, wenn alles zu Asche verbrannt ist. Menschen können von diesem Element nicht fliehen, wenn sie sich vor ihm verneigen. Wenn sie es in ihr Herz lassen, werden sie auch zu Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit den Geboten der Kirche, bevor die Zeit der Buße vorüber ist. Ein besorgter Bürger. Noch eine Predigt. Tagebuch eines Feuerschluckers. Das Necronomicon. Das Monstrum als da ist eine Beschreibung des Hexers. Band 1. Der Pferdepfeifer. Diplomatischer Bericht. Patrouille vermisst.
Auftrag Monster in der Kanalisation. Der vermisste Sohn. Jo. So. Dann können wir mal zum Beispiel die Nitzdange verfolgen. Ich sag dir, er spricht mit den Göttern. Es ist wahr, ich hab's auch gehört. Aber zuerst. Letztes Jahr, als Jove und sein Pferd von der Klippe gestürzt. Dir noch? Letztes Jahr, als Jove und sein Pferd von der Klippe gestürzt sind. Können wir denn. Warte mal, was haben wir denn hier? Ein Plätzchen frei. Die Taschen sind leer. Kann gar nicht sein, dass meine Taschen leer sind. Guckt euch das an, was ich hier alles liegen habe. So, das Dergleit haben wir neu gekriegt. Ist aber vom Schaden her nicht so gut. Wie, Moment, war das Silber oder Stahl? Silberschwert. Nicht so gut wie unser verbessertes Greifensilberschwert mit bis zu 323 Schaden, 15% zusätzlich Zeichenintensität, 20% Bonuserfahrung bei Monstern. Schon ziemlich geil. Das Wipernstahlschwert, da wollte ich lieber das verbesserte Greifenstahlschwert haben. Das muss auf jeden Fall nochmal repariert werden, sehe ich gerade. So, jetzt hat er 86, das sieht gut aus. Und das hat 87, das ist auch noch okay. Wie sieht es denn hier drüben aus? 99% hier, 96% dort, 98% dort, wunderbar. Ist aber schön gestorben. Hallo, Rentner. Ah, du bist's. Jo. Der erste Fremdländer, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Jo. Reitest du mit? Jo. Es ist noch Platz. Jo. Jo. Ja, ja, ich reite. Vielleicht gewinne ich sogar. Wenn du so hart bist, wie du sagst, wer weiß. Hört, Leute! Das Rennen geht gleich los! Für die Ehre der großen Mutter reiten der schnelle Oswald, der einsame Swan und Geralt von Riva! Woher kennt er mich? Habe ich mir schon vorgestellt? Irgendwie nicht, ne? Greift euch die Zügel und schwingt euch in die Sättel. Reitet los für Freya. So. Moment, bin gleich bei euch. Muss mal eben kurz aufpassen hier. Halt Abstand, Penner. Noch woanders hin. Alles klar, Zange. Danke, dass du da warst. Schönen Abend noch und morgen einen schönen Montag. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Und wieso bin ich dann vor dir? Halt Abstand, Penner! Huch. Keiner kann's mit dem schnellen Oswald aufnehmen. Wäre ich fast falsch. Wäre ich ja fast falsch gewesen. Habe ich aber gewonnen? Es war, wie du vorausgesagt hast. Ja. Du hast gewonnen. Ja. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. Da lächelt doch sogar ein Geralt mal. Oh weh. Du kommst von weit her. Heldenrennen, Kehrtrolde. Joanna? Hallo. Sei gegrüßt. Hallo, ich bin der Geralt. Hast du Kräuter im Angebot? Darf ich einen Blick auf deine Kräuter werfen? Aber unbedingt. Und hast du... Hopfdolden, ja, Hopfdolden. Und? Ranugrin. Und hast du auch... Wolfsbein, Munterkorn ist auch so eine Sache, die immer relativ selten war bei mir, das weiß ich noch. Ich gehe mal kurz in die Alchemie hinein. Ich kann einen Trank machen. Verbesserten Vollmond kriegen wir hin. Sehr schön. Bei den Erlen, da fehlt mir immer noch hier Hornblatt. Und Kreuzdorn. Das ist so ein Ding, was mir immer noch fehlt. So, verbesserten Nordwind kriegen wir auch zustande. Hier brauchen wir wieder Pusteblumen. Wieso brauchen wir wieder Pusteblumen? Mann.
So, da reichen wir erstmal zwei. Und dann können wir überlegen, einen Mondstaub machen. Und hier fehlt uns Äther. Äther. Machen wir einmal hier. Und dann machen wir überlegenes Samum. Sehr schön. So. Bei den Absuden können wir dieses Katakana-Absud machen. Dann verschwindet das auch mal aus der Liste hier. So, hier fehlen uns nämlich noch ganz viele hier so Mutagene vom Waldschraten und solche Wiesmutagene. Echidna. Erzgreifen. Erdgenien. Grünschimmel brauchen wir auch noch was, das weiß ich noch, für was anderes. Waldschratmutagen, also so ein paar Sachen brauchen wir noch auf jeden Fall. Ich lese hier immer Penisfilter, ne? Frag mich nicht wieso. Ich weiß nicht, was mit meiner verranzten Rübe kaputt ist, dass ich immer das andere Wort lese. Er braucht auch noch Kreuzdorn. Ich finde seit Ewigkeiten keinen Kreuzdorn. So, Krabbspinnengrift muss ich noch finden. Kreuzdorn natürlich wieder. Verbesserter Waldkraut. Wie gesagt, Krabbspinnengrift. Und überlegen, schwarzes Blut, da fehlt mir Rebis für. Rebis konnte man hier irgendwie machen. Rebis kann ich machen, das ist schön. So, jetzt haben wir Rebis. Weiße Möwe brauche ich wieder. Oh. Ach, geht schon wieder alles nicht mehr. So, jetzt können wir überlegen, ein schwarzes Blut machen. Vampire und Nekrophagen beginnen zu bluten, wenn sie sich in der Nähe des Hexers aufhalten. Außerdem fügt das Hexerblut ihnen Schaden zu und stößt sie zurück, wenn sie den Hexer verwunden. So. Und für die Sachen brauchen wir immer noch irgendwie so ein paar Funktionen hier. Kreuzdorn! Eine Höllentrollleber, einen Gorgomagen, ne? Ja, genau. Noch ein Gorgomagen, Leichenfresser, Blut, verbessertes Hybridenöl und ein Irinienauge, verbessertes Konstruktöl, noch mehr Leichenfresserblut und Hydragenum. Da fehlt mir Grünschimmel für. Das hat sie aber nicht da, ne? Grünschimmel hat sie nicht da, nein. Ja. Also, dann würde ich auch sagen, habe ich erstmal soweit alles, was ich brauche. Von Wasseressenz, da habe ich erstmal genug von. Weinstein habe ich 5. Komm her, die kaufe ich dir ab. Mondscherben habe ich 10. Fünfte Essenz habe ich genug. Optima Mater? 27. Jo, die reichen auch noch. Genius Essenz habe ich 13. Arenaria. Habe ich keine mehr. Da kaufe ich die ab. Blütenblätter der weißen Myrte. Habe ich genug. Okay, der Rest, das ist alles Normalzeugs. Den können wir hier stehen lassen. Brauchen wir nicht mehr. So, dann hätten wir hier im Grunde alles soweit abgefrühstückt. Sie möchte gerne Bücher haben? Okay, gerne doch. Huch, das war eins zu viel. Nein! So, wunderbar. Dann hat sie mir den Kram erstmal abgekauft. Bin ich den Shit losgeworden. Wunderbar. Bis dann. Leb wohl. Seinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ach,